Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or look good. Du musst mal durchziehen, den ganzen Tag so zu reden. Oder auch in Meetings oder so. Nein, die halten dich nicht für verrückt und durchgeknallt. What if I forget to set the alarm? Emergency exit protocol. Mehr Fahrstühle. Äpfel! Farm to mine, mine to harm. Was für irgendwelche freundlichen Familienproduktionsäpfel? Oh. Okay, es wird aber immer eine Stunde. Die sieht anders aus. Okay, werden wir ganz entspannt. Oh. Oh, jetzt ein Schluck Cola und Ja, das ist aber nicht entspannt zwischendurch. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder raus. Oder also hier. Weil scheinbar hilft Entspannung. Manchmal braucht man einfach in seinem Alltag ein wenig Entspannung. Ah, dieses Testbild zwischendurch. Ja, dieses Testbild zwischendurch. Manchmal braucht man einfach ein wenig Entspannung. Was hat's mit den Schachfiguren auf sich? Wait, das geht wirklich. Ich dachte, das ist jetzt nur so scherzhaft. Ich mache das einfach mal ganz groß und dann. Oh. Ach so, aber ich muss das in meine Größe machen, weil sonst komme ich da nicht drüber. Ich glaube, ich habe es gerade so noch getroffen. Nein! Achso, hier ist. Das Spiel kann einen schon ein wenig fertig machen zwischendurch. Oh, ein Fernseher. Oh. Wir nehmen jetzt das Radio mit. Oh, nee, ein anderes Radio. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier,
please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Oh. Ja, man kann das Kabel da nicht reinstecken. Ja, ich nehme das Radio mit. Diese riesigen Räume mal zwischendurch. Jenga! Achso, wir müssen den. Oh, das wummert aber. Ist jetzt aber. Konnten wir das hier auch nehmen? Nee, wir können. Was müssen wir jetzt hier machen? Ah. Irgendwas wirkt mir hier nicht richtig. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. Oh. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Alles klar. Hochgehen bringt leider nichts. Warum sind wir so klein? Oh, Achso. Nee. Einmal falsch angestupst.
müsste so, ich muss das wieder, muss das größer kriegen wieder. Oder muss ich es kleiner kriegen? Nee, ich muss es einfach nur irgendwo anders hinstellen, glaube ich. Ja, ich muss es einfach. Okay, gut. Ich fühle mich so winzig. Oh. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations! Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. That's cool. Achso, nee, warte mal, muss ich klein werden? So sieht bei der Way die Welt aus, wenn man 1,58 groß ist. Das finde ich sehr schön. Okay, wir hätten also... Warte mal, wir müssen das kleiner machen und wir müssen das wahrscheinlich da reinstecken, oder? Können wir das da? Nee. Ja. Nein, nicht so klein. Können wir das nicht da reinstecken? Doch. Aber das ist ein bisschen... Jetzt ist es doch ein bisschen zu klein. Also außer es ist irrelevant, wie groß es ist. Wait, sollten wir nicht da rein? Achso, es ist umgefallen. Hm. Ob das schlimm ist, wenn wir einfach klein bleiben. Ist schon cool gemacht. Ah, der Fahrstuhl. 5 bis 6 Träume sind das absolute Maximum. Hm. Warte, was? Was ist das Emergency Protocol vom Emergency Protocol? Mhm, mhm, mhm. Oh, Katzen. Ah, die Katzen. Oh, oh, oh. Das ist, das geht nicht gut aus. Oh, 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 oh. Ah, nicht dieses Geräusch schon wieder. Jeden Tag dasselbe. Um 3? Warte. Nee, das ist nicht richtig. Emergency exit protocol initiated. Ja. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10. Na, das glaube ich nicht, dass es klappt. 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Die Farbe schon wieder. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible.
Reformulating. Knöpfe. Hypothesis. Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Has been emergency destroyed. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Na, jetzt musste man es aufmachen. Es ist schon wieder um 3. Sind wir jetzt draußen? Hat uns dieser Schreck, dass wir für immer weitermachen müssen, hat er uns aufgewacht? Aufgeweckt? Da spielt immer noch jemand Schach? Wahrscheinlich, weil da jemand Schach spielt. Wahrscheinlich, weil da jemand Schach spielt, haben wir uns das im Traum auch mit den Figuren so langsam nach und nach vorgestellt. Okay, ich glaube... Oh, das ist trippy. Na. Oh, oh. Ey. Gehe ich halt wieder ins Bett, ist mir auch egal. Oh. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du das mit dem Bild gehabt. Oh, die Musik wird... Hallo, mein Name ist Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Wie viel kann man vergessen haben? Ich wollte gerade sagen, immer wenn man... Wir haben ja noch nicht lang gespielt, ne? Immer wenn man zu lang zurückgeht... passiert irgendwas anderes. Wir sind nicht mehr raus. Ich dachte jetzt gerade, ich krieg gleich wieder die. Den Abspannen gut ist. Aber jetzt kann ich hier gerade gar nichts machen, wirklich. Ich glaube, das war eine doofe Idee. Ich habe jetzt hier nicht die Möglichkeit mehr... Ah. Wait, what?